Einen wunderschönen guten Morgen, meine Grashüpfer. So, heute bin ich am Vater Rhein. Nochmal versuchen, eine schöne Feeder-Session zu machen auf Rotaugen. Mal gucken, ob ich ein paar Rotaugen erwische. Ich bin bewusst in der, auf der geraden Strecke gegangen, zeige ich euch gleich mal, damit da, wo mehr Strömung ist, da, wo mehr Strömungsdruck ist, da ist die Wassertemperatur nach meiner Meinung, boah, meine Brille ist beschlagen, so heiß ist mir jetzt, ich schwitze wie ein Bär. So ist hier ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. So, jetzt zeige ich mal eben den Spot hier. So, hier sieht man schön, hier ist keine Buhne, also kein Buhnenfeld. Alles absolut gerade Strecke hier. Ich wollte normalerweise ein bisschen weiter links nach oben gehen, aber dafür ist der Wasserstand zu hoch. So, ich werde jetzt natürlich hier die verschiedenen Stellen ein bisschen austesten. Ich sehe schon, hier ist ein extrem hoher Druck drauf. Mal gucken, wie weit ich überhaupt raus muss. Ich fange erstmal so an bei 20 Meter und dann schaue ich erstmal. 20 Meter, ich denke mal, hier geht es ziemlich schnell runter. Was heißt schnell runter? Hier ist es schön kiesig. Riecht natürlich auch ein bisschen nach Barbe, das ist klar. Aber Barbe ist eigentlich nicht mein Zielfisch. Hoppala, da ist er wieder. Zielfische ist eigentlich so ein bisschen Friedfische, Rotaugen und so. Und dann möchte ich auch gerne mal so zwei, drei Fische mit nach Hause nehmen, so ein kleines Catch-and-Cook-Video machen, euch zeigen, was ich daraus mache. Aber jetzt sind wir erstmal beim Angeln und das Kochen kommt nachher. Gut. Ich mache heute wirklich nur mit Maden und mit Wurm. Ich habe mal Tauwurm mitgebracht. Nicht Boilies, meine Single-Route, da mache ich heute mal einen Tauwurm dran. Um die Jahreszeit gibt er schöne Stoffe ab, schneide ich ein bisschen durch, mache ich so einen schönen Schaschlik raus, aber da zeige ich euch alles. Vielleicht kriegen wir dadurch auch ein paar Barsche. Ich habe jetzt keine Lust mit Köderfisch zu angeln oder irgendwie sowas. Barsch mit Köderfisch ist sowieso schwierig, weil die relativ schwer auf toten Köderfisch gehen. Von daher versuche ich heute mal mit Tauwurm. Vielleicht schaffe ich es, ein, zwei Barsche zu fangen. Gucken wir mal und dann nehmen wir einen Barsch mit nach Hause und vielleicht eine Plötze, mal gucken, was wir damit machen und dann schauen wir mal. Ich baue jetzt alles auf und dann sehen wir uns gleich weiter, meine Freunde. Schön dranbleiben. Heute wird es gut am Vater Rhein. Schönes Winterangeln heute. Ah. So, meine Lieben, wollen wir eben das Futter fertig machen. Ich mache auch ein paar Pellets. Heute setze ich voll auf Knoblauch und meine Geheimmischung, wisst ihr schon Bescheid, meine Tacos, Knoblauchfisch, Pellets haue ich da rein. Müssen wir eben kurz einwässern. So. Das sind 2 mm, die brauchen wir ganz kurz rein. Und dann gießt man die ab und dann haue ich die aber gleich direkt mit dem Futter rein. Ich sag mal, hier im Rhein, oh, jetzt kommt ein großer Kahn. Ich muss mal eben gucken. Der ist aber sehr nah. Ich weiß gar nicht, ob ihr den seht. Wartet mal. Ich zeig mal eben. Ach du Scheiße. Hä? Hier. Ich denke schon, was wird da so komisch hier hinter mir. So, mal gucken, ob ich zu nah dran stehe. Aber ja, gut. Ah, oh, das wird schon gehen hier. Werden wir sehen, was passiert. Wäre nicht das erste Mal, oder? Okay, Wasser geht hier hoch. Na, schauen wir mal. Ja, mit meiner Kiepe wird da nichts passieren. Weil da kannst du auch mit dem Wasser da sitze fest, wo ich habe jetzt gedacht, hier vorne die Sachen, da könnte was passieren. Ha. Okay. Machen wir weiter mit dem Futter. Ja, ja, ja. Jetzt sagen die anderen wieder, ja, muss ich ja nicht so nah da dran sitzen. Ne? Aber beim Fiedern sitzt man halt gerne nah dran. Deswegen bin ich auch mit der Kiepe jetzt unterwegs und nicht mal mit dem Wackeldackel an solche Stellen. Da bin ich ein bisschen sicherer. So. Okay, die haben wir jetzt eingewässert. So.
dann schauen wir mal hier, was haben wir denn hier? Erst wollte ich heute ein paar Maden kleben, aber das mache ich doch nicht, weil das immer wieder anfängt zu fisseln und dann klappt das mit dem Kleben nicht. Und dann habe ich nur Matsche. So, hier habe ich Carp Garlic. Das werden wir heute mal. Funktioniert am Rhein wirklich gut. Da hast du Pelletsanteile drin. Du hast da Mais drin. Der grobe Partikel drin. Fische ich hier am Rhein eigentlich ganz gerne mit. So. Finde ich gut. Riecht nach Knoblauch wie Sau. Okay. Da sieht man auch schon die Partikel da drin. Ja, ist wirklich gut. Aber da ich am Rhein bin, gehen wir natürlich hin und pushen die ganze Sache. Noch mal ein bisschen Knoblauch dabei. Weil am Rhein die Fische wollen und brauchen einfach Geschmack. So. Knoblauch. So, zack. Dann, wie immer am Rhein, meine geheime Tacos-Mischung. Die gehört einfach immer bei mir dazu am Rhein. So, da kommt auch so ein bisschen so. Ist schon okay. Hui, riecht gut. Herrlich. So. Machen wir noch ein bisschen Blutwurm dran. Blutwurm Royal. In der Hoffnung, vielleicht ziehen wir ein paar Barsche an. Aber das Zeug ist wirklich gut. Du hast ja komplette Blutwürmer drin und alles. Das ist wirklich... Ah, ich stehe da drauf, nur stinkt wie Sau. Das ist einfach so. Einen guten Schuss drin. Ich zeige euch mal eben so einen schönen guten Schuss drin. Und da sind wirklich, das sieht man jetzt von hier nicht. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Richtige Würmer drin. Kleine Würmer. Und dann geht das schön vorwärts. Wasser nehme ich von den Pellets, tue ich dran. So. Und dann. Zack. Oh ja, passt alles. Gleich werde ich meine Sachen erstmal ein bisschen weiter nach hinten packen. Aber auf der Kippe passiert nichts. Oh, muss noch ein bisschen Wasser. Komm, ich hau die Pellets, hau ich jetzt direkt mit dran. So. Und dann können wir nachher, die Pellets sind so klein, die kann man nachher schön noch mit durchsieben. So, und dann brauche ich jetzt auch nicht mehr. Mache jetzt hier keinen Wettkampf oder irgendwie sowas. So, und hier am Rhein, da können wir ruhig Partikel reinhauen. Das ist da, ich weiß nicht, mit Partikel, auch im Winter, ich denke mal, füttert man in der Regel eigentlich nicht zu viel. Aber das ist im Strom, das ist ja sowieso immer alles sofort weg. Was ich hier nicht machen würde, ist jetzt 4,5 Pellets nehmen. Weil wenn die dann ein, zwei Pellets fressen, dann kann natürlich sein, dass die dann schon satt sind. Und deswegen gehe ich hin, mache ich um die Jahreszeit 2 mm Pellets. Finde ich eigentlich besser. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es feucht genug machen. Gerade jetzt am Rhein. Und da muss das Futter doch ein bisschen mehr kleben, damit wir da ein bisschen mehr Bindung reinkriegen. So, den lassen wir jetzt ein bisschen stehen. In der Zeit mache ich meine Ruten fertig. Aber dann wollen wir mal gucken, was wir heute am Band kriegen. So ein bisschen so ein, ja, ein kleines Allround-Fischen. Eine Rute mit Tauwurm. Tauwurm, da geht ja im Prinzip eigentlich alles drauf. So, Futter passt. Da geht ja eigentlich im Prinzip alles drauf. Und die eine machen wir mal mit Made. Oh, ich habe meine Gummimaden vor. Ne, habe ich doch bei. Gummimaden. Ha. Und dann gucken wir. Wir werden uns ein bisschen ranfischen und schauen, was passiert. Ganz gemütlich alles. Und gucken, ob wir heute wieder wegschwimmen. Was hat irgendwas passiert? Das weiß man bei mir nicht so genau. Könnt ihr alle wieder schimpfen und meckern. Achso, hier. Farbe. Wir bringen ein bisschen Farbe ins Spiel. Hätte ich fast vergessen. So. Hier. Ein bisschen Farbe. Rote Brotkrume. Finde ich von Schweinschreck eigentlich recht, ja, super. Weil die haben eine schöne Neonfarbe. Und die haben auch ziemlich grobe Partikel mit drin. So, und dann ist nicht alles gleich. Bisschen grobe Partikel. Finde ich ganz gut. So, ich mache die Ruten fertig und werde dann langsam mich reinfischen. Also, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen ohne Ton
Film. Aber mit dem Ton geht er, glaube ich, auch, wenn man nah genug an die Kamera steht, geht er. Manchmal ist es sogar besser wie, als mit dem Mikrofon. Weil das regnet jetzt gerade zwischendurch immer wieder ein bisschen. Und von daher müssen wir ein bisschen aufpassen. So, hier gehe ich gleich mit dem hohen Fiederkorb dran. Gehe gleich auf 140 Gramm. Hoppala. Gehe gleich auf 140 Gramm, weil da doch hier ziemlich Strömung drauf ist. So, zack, ganz normal Helikopterrig. So. 140 Gramm Korb, schön am Bogen reinmachen, so mache ich ihn ganz gerne, so. So, siehst du, ein bisschen reinwinkeln und dann kann er schön kratzen. So, Single-Route ist fertig. So, jetzt machen wir hier einen schönen Kamakatsu-Haken dran, einen schönen Wurmhaken, nicht so ganz so großen. Dann machen wir mal ein bisschen Schaschlik dran. Schauen. So. Nicht ganz so viel. Hier so ein Stück, tack. Und dann abknipsen. Wieder ein Stück dran. Wieder abknipsen. Und dann wieder ein Stück dran. Schön hochziehen. Gucken, dass die Spitze schön frei ist. Und dann gucken wir, was passiert. Den werden wir jetzt schön raus befördern und dann schauen wir mal, meine Lieben. Schön. So, meine Lieben. Schwierig. Sehr schwierig heute. Erstmal ist halt richtig kalt. Wir haben um den Gefrierpunkt, was jetzt aber nicht so schlimm ist. Aber ich denke mal, die Fische stehen gar nicht mehr auf dem Strom. Vielleicht sind die doch in den tiefen Löchern reingezogen. Wir sind hier in der Nähe so ein Hafen, dass die in den Hafen reingezogen sind. Aber ich habe vermutet, dass eigentlich die Rotaugen noch auf dem Strom stehen. Aber scheinbar ist es wohl nicht so. Weil hier tut sich gar nichts. Aber auch wirklich gar keine Bisse. Nichts, gar nichts. Ist schon ungewöhnlich. Eine Grundel habe ich gefangen, aber wir schauen mal. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ich habe auch schon ziemlich viel Strecken abgefischt. Jetzt bin ich so auf 10 Meter, 15 Meter ungefähr. Also, es ist schwierig, hätte ich nicht gedacht. Schön auf links werfen. Weil der Strom von links nach rechts geht. Dann schauen wir mal. Ja, ob das heute klappt, aber schade, wenn ich heute nichts fange. Schade, wenn ich heute nichts fange, dann können wir natürlich auch kein Catch-and-Cook-Video machen. Ja, ich habe gerade eine Grundel gefangen, aber eine Grundel ist auch ein bisschen wenig. Naja, aber vielleicht kommt ja noch ein paar Fische. Ich werde den Rhythmus jetzt mal ein bisschen erhöhen. Ich habe ein bisschen rumgefummelt, jetzt auch nicht so konstant auf 3 Minuten. Ich versuche jetzt mal wirklich wieder konstant die 3 Minuten einzuhalten. Damit er irgendwie die Fische am Platz kriegen. Konsistenz vom Futter ist gut. Aber Partikel drin, Maden drin, alles drin. Ja, der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, keine Partikel jetzt rein. Aber am Rhein muss er. Am Rhein auch im Winter. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das heute doch noch kalt ist. So schwierig wird. Aber gar kein Fisch.
Aber ich kenne die Stelle auch nicht hier. Ich bin das erste Mal hier an der Stelle. Ich weiß von hier gar nichts. Aber das ist nicht schlimm. Im gemachten Nest kann sich jeder reinsetzen und dann Held spielen. Ich habe jetzt extra die Routen schon gewechselt, weil hier ist eine geflochtene Schnur drauf. Weil der Druck so extrem hoch ist hier, dann ist in dem Fall die geflochtene dann auch wieder besser. Aber gucken wir mal. Gerade gedacht, ich hätte Biss, aber es ist richtig kalte Finger. Richtig kalt. Ah, ich hab's auch nicht alle, Junge. Könnte schön bei der Mutter zu Hause vorm Kamin liegen. Ne, was mache ich? Friere mir die Finger ab. Wäre ich mal doch auf Zander gegangen, oder? Na, jetzt hab ich den Scheiß, selber schuld. Ah, habe ich gedacht. Es gibt keine Fische hier. Warum auch immer. Ja, guckt das euch an. Eigentlich ganz schön alles. Aber sind keine Fische da. Warum auch immer. Ich habe da ehrlich gesagt hier auch keinen Plan. Ich war erst mal hier angeln, keine Ahnung. Ich kenne ja gar nicht, ich weiß, ist da zu flach hier. Ist ziemlich schnell auf dem Grund. Ich will jetzt nicht noch weiter rauswerfen, weil hier so ein Strömungs... Guck mal hier, guckt mal. Seht ihr das? Man meint, guck mal hier, da, bam, 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 guckt mal. Man meint wirklich, da ist Biss, aber ist nicht. Der Korb versetzt sich wieder. Dann springt der, ein springender Korb. Ach. Aber ja gut, was soll es sein? Was sollen wir machen? Haben wir mal ein Schneider-Video. Hau ich trotzdem raus? Ist egal. Das, so ist halt Angeln, ne? Nur eins der Probleme, was koche ich jetzt? ja, Catch and Cook war nix. Da war nix. Ach, da war nix. Was soll ich machen? Ich hätte das gemacht. Was Schönes für euch gezaubert. Aber gut. Ich werde trotzdem einen anderen Kanal noch öffnen. Und zwar, der Kanal soll später Günnis Kochhütte heißen. Da werde ich alles so Sachen draufpacken, so die man zum Fisch zubereiten kann. So, dann kannst du jetzt nicht alles auf dem Fangsekanal machen. Da wäre dann nachher alles zu viel. Wenn du einen richtig schönen, geilen Risotto machen will, wie man den macht und wie man den zubereitet, dann kann man nicht alles auf dem Fangsekanal packen. Deswegen mache ich eine separate Günnis Kochhütte. Und da zeige ich, wie man schön Risotto macht, einen Süßkartoffelstampf oder einen gebratenen Flower Sprout oder so in der Richtung. Oh, das drehe ich mal eben. So, und dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel, wenn ich dann ein schönes Gericht für euch koche mit einem Zander oder mit irgendwas anderes und dann ist dann Risotto bei oder Süßkartoffelstampf oder eine Bouillabaisse oder irgendwie so in der Richtung, dann könnt ihr die Rezepte oder euch angucken auf dem anderen Kanal, wie das geht. Schon eine gute Idee. Und wenn der andere Kanal, sagen wir mal, nicht laufen sollte oder so, ist egal, ich poste da trotzdem drauf. Ich bringe da einen Rhythmus rein, irgendwann wird es schon laufen. Und wenn er nicht läuft, ist auch nicht schlimm. Dann habe ich für mich immer so ein paar schöne Videos. Habe ich mit dem Kanal ja auch gedacht. Dann ist ja, bei dem Kanal ist ja jetzt auch ein Kommen und Gehen. Da kommen immer welche drauf, da gehen auch immer welche. Ich glaube, so ist das Leben. Dann leben wir in einer guten Freundschaft. Das ist auch ein Kommen und Gehen. Ja, was willst du machen? Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf diesen Kanal, dann müsst ihr da drauf kommen. Dann seht ihr dann andere Rezepte. Dann mache ich auch nachher Outdoor-Cooking, das wollte ich auch machen. Und ja, ich habe mir schon eine Küche für den Garten bestellt und so. Das wird eine schöne Zukunft dieses Jahr. Wir gucken mal, ich bastel mal was rum. Mit dem anderen Kanal ist ja leider nichts geworden hier, mit dem Speckwerk, mit Günni hier, Günni abnehmen. Irgendwie komme ich mit dem Abnehmen nicht so richtig klar im Moment. Seitdem ich nicht mehr rauche, ist das wirklich echt schwer geworden. Mit dem nicht mehr abnehmen. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Biss. Kannst du dir vorstellen? Jetzt live hier so, wird nichts. Das war ein Hüpfer.
Ein Korbhüpfer, Grashüpfer. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das angucken. Den Günnis Kochhütte. Ich habe noch so ein paar alte Videos, habe ich auch noch. Von der Arbeit, die haue ich da mit drauf. Da packe ich alles rein, alles, was mit Kochen zu tun hat. Auch ab und zu mal, wenn wir auf der Arbeit kochen, dann packe ich da mit drauf. Wenn wir da mal was aufgenommen haben. Und alles so, wenn es um Rezepturen geht und und. Aber die Fischzubereitung, die kommt immer auf den Fangse-Kanal. Und wenn ihr dann die Beilagen dazu sehen wollt, dann müsst ihr in Günnis Kochhütte kommen. Günnis Kochhütte. Da kann man sich merken, oder? Ist jetzt nicht ganz so schlecht. Aber heute wird nichts. Ich muss einpacken jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Wenn keine Fische da sind, bringt das doch nichts, oder? Ich meine, dumm Gelaber haben wir jetzt schon wieder genug drauf. Ich gucke, dass das Video nicht ganz so lang wird, weil jetzt sind schon wieder vier. Ich habe schon wieder zu viel geredet. Wir haben ja jetzt schon wieder fünf. Ich habe schon wieder fünf Minuten gelabert. Oh. Ich habe mir auf die Lippe gebissen, glaube ich. Ah, was soll ich denn machen? Ich fahr jetzt zu Hause. Bis ich alles eingepackt habe, alles fertig habe, auch schon wieder dunkel. Auch schon wieder Katastrophe. Wäre ich doch mal Zander angeln gegangen. Da hätte ich auch was gefangen. Am Rhein. Die laufen jetzt. Na gut, aber was soll ich machen? Das weißt du vorher nicht. Mal gucken, vielleicht gehe ich nächstes Mal doch wieder am Hafen. In Holland. Da stehen die Rotaugen drin jetzt. Und ich gehe hier zum Rhein. Ich bin auch ein Horst. Naja, gut. Meine Freunde, wir sehen uns. Falls noch ein Fischchen kommen sollte, ein kleines Rotauge oder so, dann sehen wir uns nochmal vor der Matte. mit einem kleinen Rotauge, mit einer kleinen Plötze. Sehen wir uns vor der Matte. Ach, war heute nichts. Kann passieren. Scheißegal. Wisst ihr Bescheid. Aber gefällt mir, könnt ihr trotzdem machen. Und wir sehen uns in Günnis Kochhütte. Okay? Günnis Kochhütte, da gehen wir steil. Werden wir schön Entrecot grillen und all was. Nicht heute, nicht jetzt, aber näher in Zukunft. Oder mal ein schönes Spanferkel machen. Oder irgendwie so die Richtung. Ist ja fast so wie das Abspeck-Ding. Ich habe eine Macke, ne? Aber ist nicht schlimm. Sagt meine Frau auch mal zu mir, dass ich eine Macke hätte. Ich glaube, hat die auch recht, oder? Aber ist nicht schlimm. So, ich hau jetzt ab, bevor ich noch mehr Käsemüll habe. Peace geht raus. Euer Günni. Tipps und Tricks gibt es heute nicht. Gebt in der Kochhütte. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Wir sehen uns. Ciao. Mach mal, gefällt mir. Tschüss. Auch wenn nicht so gut war das Video. Kannst du trotzdem gefällt mir machen. Tschüss.